Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und wie immer alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Höher und höher steigen die Indizes. Damit haben die Durchschnittslinien gehalten und haben den Markt vor einem technischen Verkaufssignal bewahrt. Die EZB könnte gestern den Eindruck vermittelt haben, dass eine erste Zinssenkung im Juni kommen könnte. Jerome Powell, der Fed-Chef, hat sich zuversichtlich vor dem Kongress gezeigt, dass die Inflation im Griff sei. Warum sie allerdings in einem so bullischen Aktienmarkt die Zinsen senken sollten, ist für die Fachleute durchaus gefährlich. FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Bitcoin, Gold, S&P und DAX, alles steigt. Außer Apple, Tesla und Alphabet. Sind das Kaufkurse für die Zurückgebliebenen oder Warnsignale für die anderen? Glauben will ich das Letztere. Vor allen Dingen, das Momentum lässt nach. Die Assets wie Gold oder Bitcoin und die Indizes steigen zwar noch an, aber nur noch langsamer. Der Konjunkturindikator Dr. Copper, also Kupfer, signalisiert eine abschwächende Wirtschaft. Der Markt ist extrem stark. Ich vermute, es liegt an dem Verfall. Nächsten Freitag, der Termin kommt und Puts müssen gecovert werden. Die heutigen NFPs, die Non-Farm Payrolls, werden den Lohnanstieg außerhalb der Landwirtschaft in den USA bei rund 4% sehen. Im Vergleich zum Vorjahr, und das finde ich viel. Mal sehen, was der Markt daraus macht. NFP-Events waren früher mal sehr volatil. In den letzten Monaten ist allerdings eher weniger passiert. Kommen wir zu den Aktien. Bei Villeroy und Boch ist die Konjunkturschwäche zu sehen. Der Konzern ist in die Bereiche Bad und Wellness und Dining und Lifestyle aufgeteilt. Der Umsatz war im letzten Jahr rückläufig um rund 9% auf 900 Millionen Euro, pendelt sich der Umsatz so ungefähr ein. Die Marge konnte hingegen auf fast 10% gesteigert werden. Auf eine neue Stufe wird nun Villeroy & Boch durch die Übernahme des belgischen Wettbewerbers Ideal Standard gehoben. Der Armaturenhersteller wird mehr als 700 Millionen Euro Umsatz dazu bringen und die Produktionspalette enorm verbreitern. Für den Nebenwerteexperten Wolfgang Raum scheint das Potenzial des Deals im Kurs nicht abgebildet zu sein. Das KGV liegt aktuell bei 7, die Dividendenrendite von knapp 6% schützt den Wert vor weiteren Abschlägen. Wolfgang sieht bei rund 18 Euro einen technischen Boden in der Aktie. Für das Kulmbacher Anlegermagazin, der Aktionär, ist der Lithiumproduzent Albemarle zu stark abgestraft worden. Albemarle hat vor ein paar Tagen eine Kapitalerhöhung im Gegenwert von rund 1,75 Milliarden Dollar platziert. Die Einnahmen sollen unter anderem für die Finanzierung der laufenden Projekte in China und Australien eingesetzt werden. Zusätzlich sollen auch Finanzschulden reduziert werden. Und damit hatte die Börse nicht gerechnet, denn die Liquidität im Konzern ist eigentlich hoch. Fast 900 Millionen Dollar sind in Cash verfügbar. Die Kapitalerhöhung hat den Kurs deutlich gedrückt, für einige Experten zu stark. Mit einem KGV von 10 ist der Konzern eigentlich attraktiv bewertet. Der Abverkauf könnte übertrieben sein, so die Journalisten. Im aktuellen Heft sind auch drei Superstar-Aktien genannt. Eine will ich herausgreifen, die Leonardo. Der Rüstungskonzern ist noch moderat bewertet. Die Welt hat sich seit dem Krieg in der Ukraine und auch dem Gaza-Konflikt verändert. Es wird aufgerüstet, beziehungsweise es muss aufgerüstet werden. Bisher wurden ja nur die Lücken gefüllt, die vorher schon Bestand hatten. Für die aktuelle Lage ist ein Vielfaches an Kampfgerät nötig. Vor allen Dingen, wenn man sich ausmalt, wenn Donald Trump an die Macht kommt und die NATO in Europa schwächt, beziehungsweise mehr Eigenverantwortung der Europäer eingefordert wird. In den letzten Wochen sind bei den Rüstungskonzernen Großbestellungen für Munition, Flugabwehrsysteme oder Logistik eingegangen. Der italienische Rüstungskonzern Leonardo, der auch an dem deutschen Waffenproduzenten Hensoldt mit gut 22% beteiligt ist, ist selber ein anerkanntes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt und konventioneller Verteidigung. Über 50.000 Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen für Hubschrauber, Militärhubschrauber. Der Eurofighter wird hier betreut, Cybersecurity, Schiffe und wichtig, Drohnen. Die Italiener verfügen über bedeutende Produktionskapazitäten in Europa und den USA.
und mit KNDS, ein Gemeinschaftsunternehmen von Krauss-Maffei-Wegmann und Nexter, soll für das italienische Heer ein neuer Leopard 2-Panzer entwickelt und produziert werden. Dass Europa an einem neuen Kampfpanzer arbeitet, ist eigentlich nicht neu. Bereits 2017 wurden beschlossen, Panzer und Flugzeuge für die europäischen Staaten zu entwickeln. Jetzt ist es dringender denn je. Die ursprüngliche Zielplanung lag im Jahr 2035. Und das muss sicher aus Gründen der geopolitischen Lage schneller geschehen. Die Bewertung der Aktie Leonardo ist im Vergleich noch günstig, wenn man bedenkt, welche Mittel hier noch kommen könnten. Bei Leonardo wird sich der massive Ausbau der Verteidigungsausgaben mittel- bis langfristig in den Kennzahlen niederspiegeln. Im letzten Jahr wurden rund 15 Milliarden Euro umgesetzt. Das war nur ein moderater Anstieg. Der Auftragsbestand erreicht aber mit 39,5 Milliarden Euro einen Rekordwert. Die Analysten rechnen im aktuellen Jahr mit Umsätzen von um die 17 Milliarden Euro. Mit der 2025er Gewinnprognose ergibt sich ein KGV von 12. Im Peer-Group-Vergleich ist das günstig. Die anderen liegen bei über 20 im Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Aktie ist schon gut gestiegen. Wer auf einen Rücksetzer warten mag, kann das tun. Das Allzeithoch liegt bei fast 35 Euro. Dieser liegt aber schon fast ein Vierteljahrhundert zurück. Wer kein Problem mit Rüstungsaktien hat, kann sich neben Rheinmetall, Hensoldt, Renk auch auf die Leonardo konzentrieren. Ein Top-Player in der Branche und zudem noch sehr moderat bewertet. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute.